Hallo liebe Freunde, mein Name ist Robert vom Rabenstein und ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Was hat es denn heute mit dem Wanderstock hier auf sich? Wir werden uns damit heute mal ein kleines Setup mit dem Tarp zusammenbauen. Entweder mit dem Wanderstock oder mit dem Regenschirm geht das. Heute nehmen wir den Wanderstock. Ich zeige euch auch mal kurz, warum ich genau den ausgewählt habe und wir bauen das Setup zusammen auf. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Ja, liebe Freunde, warum habe ich genau diesen Wanderstock ausgewählt? Der ist ziemlich groß erweiterbar, also richtig hoch, ungefähr so bis 1,10 Meter. Ist ja gut für mich, weil ich brauche einen, der ungefähr bis zur Körpermitte geht, sodass man sich wirklich darauf abstützen kann, wenn es denn darauf ankommt. Und ist natürlich vor allen Dingen im unwegsamen Gelände geeignet. Und schön ist, ich kann den einfach drehen und dann in der Länge verschieben und kann den halt zusammenbauen und auseinanderbauen. Schön ist auch hier vorne die Ecke. Die ist halt eben gedacht, um entweder so ein bisschen einen Puffer zu geben, das ist eine Gummispitze, oder aber wenn ich die abnehme, habe ich hier unten drunter eine Metallspitze und die ist gedacht für Grip. Und die ist auch gut geeignet, um die in die Öse meines Tarps einzuführen. Und deswegen wollen wir uns heute mal angucken, was dann damit für ein Setup möglich ist. Und was ich halt eben auch mag, ist, wenn ich es komplett zusammenbaue, also hier drehe und zusammendrücke, dann ist sie hier ziemlich kurz. Ich denke, das sind so vielleicht 45 cm, kann ich also irgendwo am Rand vom Rucksack einfach mitführen. Ich habe hier auch so ein bisschen ein Tarnkreppband drum gemacht. Das gefällt mir ziemlich gut, wenn ich ihn jetzt irgendwo hinwerfe. Sieht man gar nicht so wirklich, finde ich ganz praktisch. Und wenn ich ihn halt eben auseinanderbaue, habe ich 1,10 Meter als Maß, wo ich quasi mit dem Tarp dann ein Setup bauen kann. Also was mir vielleicht so als Tarpstange hilft. Gedacht ist es, wenn ich irgendwo quasi keine Bäume in der Nähe habe und keine Äste, dann nehme ich einen Stock mit oder halt eben einen Regenschirm. Ist vielleicht das, was viele von euch eher dabei haben. Dann kann ich mit diesem das Holden Tent Setup bauen, also quasi die Zeltform. Und das wollen wir heute noch machen. Damit bauen wir heute unser Tarp auf. Los geht's! Okay, liebe Freunde, sehr schön ist für das Holden Tent Setup. Ich brauche eigentlich nur meinen Tarp, mein schönes Super Tarp hier in dem Falle. Und dann brauche ich ein paar Zeltheringe, Tarpstakes oder halt eben ein paar Stöcke. Und ich brauche irgendeinen Stock. In dem Falle hier wird es eben der Wanderstock sein. Das ist heute unsere Idee. Und daraus baue ich mir das Lager für unterwegs. Gedacht ist, dass es eine Unterlage bietet, soweit es halt eben möglich ist. Und vor allen Dingen einen Wind- und einen Regenschutz, und zwar egal wo ich bin. Und das ist der Riesenvorteil von diesem Setup. Ich kann mich irgendwo auf eine Wiese setzen, ich brauche keinen Baum, ich brauche keinen Schutz in der Nähe. Ich baue mir den Schutz komplett so, wie ich ihn brauche, alleine. Natürlich, Tarp muss ich dabei haben oder irgendeine Art von Folie, aber wenn ich die dabei habe, baue ich mir damit einen Schutz, egal wo ich bin. Und das ist der Riesenvorteil. Okay, dann müssen wir zuerst mal schauen, woher der Wind kommt. Bei mir kommt der Wind von da hinten. Ist oft so bei einer Bergkuppe, dass der Wind quasi von unten hochkommt und ich habe dann quasi den Wind im Rücken in meinem Falle. Und das heißt, die geschlossene Seite muss auf jeden Fall nach hinten gehen. Riesenvorteil an dem Holden Tent Setup ist, dass ich von drei Seiten Windschutz habe und die drei Seiten sollen hier sein und nach vorne zu euch jetzt soll quasi die Öffnung sein. Das ist das Ziel. Als erstes breite ich mir jetzt mal meinen Super Tarp hier aus. Okay, Schritt Nummer 1. Als nächstes spanne ich mir die hinteren Punkte ab. Das Holden Tent Setup kann man komplett als lange Seite bauen, sodass man halt möglichst viel Platz hat. Das bauen wir jetzt mal zuerst
und man kann es halb bauen mit einem Unterschlupf. Zuerst bauen wir jetzt mal die große Variante. Dazu einfach hinten abstecken. Okay, wir haben jetzt hinten abgesteckt. Jetzt können wir vorne unseren Stock oder Stab benutzen. Es gibt Tarps mit Ösen. Für Ösen würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Spitze abzumachen und die einfach reinzustecken. Und dann hätte man quasi Öse oben. Unten steht der Griff vom Stock und fertig ist mein Stützpunkt. Bei mir jetzt kann ich es eigentlich drauf lassen, weil ich habe solche Laschen. Und jetzt kann ich es abspannen. Und dazu nehme ich den Stock in die Mitte und spanne quasi so weit wie möglich in beide Seiten ab. Mach erstmal eine. Okay. Jetzt kommt meine Tarpstange. Und andere Seite abspannen. Okay, liebe Freunde, so ist jetzt erstmal ein großer Schutz entstanden. Viel, viel Platz für Ausrüstung und so weiter. Nicht so sehr viel Schutz an den Rändern, das zeige ich euch gleich mal. Aber ich könnte halt unten drunter liegen. Wenn ich jetzt noch irgendwas hätte, was ich auf den Boden legen kann, kann ich einfach reinkriechen. Und könnte hier drin liegen und hätte quasi meinen Platz fertig. Das ist schon ziemlich schön, finde ich. Und es fühlt sich auch gut an. Es ist schon wirklich ein Dreiwetterschutz. Links, rechts und von hinten. Aber jetzt optimieren wir das Setup mal, weil wir wollen noch einen Bodenschutz haben. Und ich zeige euch noch die Schwachstelle von dem hier. Okay, liebe Freunde, ihr seht, der Stock hier oben ist eine echt gute Idee. Kann man auf jeden Fall so machen. Unten steht es auf dem Griff und steht damit ziemlich stabil. Und ich habe auf jeden Fall erstmal Schutz von oben. Nicht so guten Schutz habe ich von den Seiten. Hier hinten seht ihr das Licht durchkommen und damit auch den Wind. Und ich kann das zwar abspannen, wie ich möchte nach hinten, trotzdem wird das immer etwas lapprig bleiben. Um denen jetzt entgegenzuwirken und um das Setup noch ein bisschen zu verfeinern, habe ich jetzt folgende Idee. Ich nehme jetzt hier die Hälfte, werde hier abspannen. Das heißt, ich nehme meine Heringe von hinten raus, spanne in der Hälfte ab, auf beiden Seiten. Und dann lege ich die Fläche, die dann übrig bleibt, nach innen und dadurch baue ich mir eine bessere Zeltform und habe dann die Möglichkeit, dass ich innen noch eine Plane unten drunter habe. Okay, liebe Freunde, jetzt haben wir schon fast eine Zeltform. Ich habe jetzt nur noch die Hälfte abgespannt. Man könnte jetzt hinten noch einen Stock oder sowas reinmachen und damit noch die hintere Seite etwas abspannen. Das werde ich gleich noch machen. Aber ansonsten hatten wir jetzt ein halbes Zelt. Das seht ihr hier vorne. Und man hat jetzt die Möglichkeit, auf dem Boden von dem Tarp zu liegen. Das ist natürlich luxuriös. Am Rand kann leider immer noch etwas Wind rein und kann vielleicht auch Wasser reinlaufen, aber es ist schon viel eher wie ein Zelt. Und so jetzt, wenn ihr euch das vorstellt, hier davor das Lagerfeuer oder sowas, draußen kochen, dort sitzen, regengeschützt und auch schlafen. Ich probiere jetzt mal aus, wie bequem das Ganze ist.
Ich weiß, ihr werdet es mir vielleicht jetzt nicht glauben, aber das fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich habe hier unten drunter nur Gras, keine Stöcke oder sowas. Das heißt, es ist auch schon sehr angenehm von unten. Und ich könnte jetzt hier vorne meinen Kissen hinpacken und dann tatsächlich hier schlafen. Ziemlich cool. Ich glaube, die einzige kritische Stelle, die das Setup hat, sind nicht die vier Heringe, sondern der Stock. Wenn ich da nachts dagegen stoße, dann könnte hier was passieren. Dazu gibt es aber auch noch eine Lösung. Wenn ich hier einfach noch ein Stück Paracord hätte und das nach vorne abspanne, also in eure Richtung einfach ein Stück Paracord und abspanne, dann ist das Problem hier nicht mehr gegeben. Ich denke, das werde ich jetzt zur Wässerung auch mal noch ausprobieren. Aber so jetzt als Notbehelf und schnell aufgebaut mit vier Heringen und dem Stock bin ich hier ganz schnell bei einem Lager, was wirklich angenehm und windgeschützt ist und regengeschützt. Von drei Seiten, also wenn es jetzt wirklich von den hinteren drei Seiten kommt, bin ich hier super geschützt und das, denke ich, ist wirklich genial. Also das Setup hier gefällt mir richtig gut für unterwegs und egal wo. Ich kann einfach mich irgendwo hinlegen und brauche einfach nur Wiese und nicht mal Bäume. Das ist echt Luxus, gefällt mir sehr, sehr gut. Gibt's einen Daumen hoch. Ja, liebe Freunde, wenn man rausgeht, empfehle ich immer neben Messer und Feuerstahl natürlich immer noch ein bisschen Paracord dabei zu haben. Habe ich auch immer ein paar Reste dabei. Hier vorne eine Tasche und habe hier immer noch ein paar Reste. Kann ich mal schauen, ob ich kürzere oder... Ja, das ist meine alte Fürstlein. Kann man noch benutzen. Wir werden uns mal hier ein Stück abmachen und das nehme ich jetzt quasi zum Abspannen für den Stock vorn. Wenn man sich das Paracord zu Hause schon ein bisschen vorbereiten will, dann empfehle ich auf jeden Fall an die Ecken zu veröden, ganz normal, so wie ihr es schon kennt. Und dann hier so einen Doppelknoten einfach reinzumachen, dass man eine Schlaufe hat. Machen wir ja noch an die andere Seite. Einfach hier so eine kleine Schlaufe, so dass ich auf jeden Fall schon mal einen starken Endpunkt habe und etwas, was ich jetzt irgendwo, egal wo, einfach reinhängen kann und abspannen kann. Das werden wir benutzen. Und können dazu einfach die eine Seite, können wir hier schon oben einhängen. Okay, und dann müssen wir sie jetzt nur noch abspannen nach vorne. Was wir auf jeden Fall als zweites benötigen, neben dem Seil, sind ein paar improvisierte Stecken. Ganz einfach. Einfach irgendwas abbrechen. Ich habe jetzt hier totes Holz genommen. Das ist hier Fichte, Kiefer, irgendwas. Ich denke, Kiefer wird es sein. Es sind nämlich überall schöne Kiefernbäume. Und da mache ich mir jetzt eine Spitze vorne ran. Macht nicht unbedingt frisches Zeug ab, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wisst ihr ja. Nehmt gerne totes Holz für solche Basteleien. Ist zwar vielleicht etwas schwieriger, weil man muss dann ein bisschen mehr schauen, wie man es bearbeitet. Und wenn es abbricht, muss man halt nochmal damit arbeiten. Aber so ein bisschen eine Spitze reicht auf jeden Fall. Jula frisst ja gerade schon mal einen zweiten Stock. Okay, den darfst du haben. Dafür mache ich mir jetzt noch einen zweiten Stock und dann habe ich meine Tarpnägel. Okay, beim finalen Abspannen, um das jetzt noch sicherer zu machen, gehe ich wieder von hinten nach vorne vor. Das heißt, ich habe jetzt erst einen für hinten gebaut. Der kommt hier in die Öse. Und dann schön den Boden. Genau. So, damit habe ich jetzt schon von hinten ein bisschen mehr Schutz, auch gegen den Wind. Das ist sehr, sehr praktisch. Und der zweite kommt jetzt vorne rum. Ja, bei Abspannen hier vorne habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten, auch von der Länge her. Ich könnte jetzt das ganze Maß nehmen, irgendwo
irgendwo anders ranbinden. Oder ich mache mir jetzt einfach freie Schnauze, ungefähr hier. Einfach auch nochmal so einen kleinen Doppelknoten rein. Das kann ich immer empfehlen, weil die lässt sich auch gut wieder rausmachen aus dem Paracord. Überhaupt kein Problem. Mache ich mir hier eine Öse, dann meinen riesen Tarpnagel hinein. Okay. Und ab in den Boden. Schön spannend. Okay, liebe Freunde, ihr habt gesehen, ich habe einen großen Stock genommen. Der Vorteil ist, ich kann den leicht mit der Hand oder mit der Faust hineinbringen. Kleinere Stöcke brauchen dann eher mal einen Stein. Daran einfach die Leinen befestigt, bis hoch, hier an den Stock. Und schon ist der Stock von zwei Seiten gesichert, so ähnlich wie bei einem Zelt. Und das kann nicht mehr umfallen, sehr schön. Hier die Seiten, auch festgespannt und hinten noch fest. Und damit ist mein Zelt jetzt ziemlich stabil gegen Wind. Ihr seht auch, heute ist wirklich starker Wind. Tut mir sehr leid, wenn ihr das auch am Ton sehr hört. Aber so ist es halt heute leider. Und dafür ist das Setup hier sehr, sehr gut. Weil es ist wirklich an allen Ecken sehr, sehr schön verbunden. Sehr, sehr schön ordentlich. Und wenn ich jetzt drinnen liege, dann ist hier auch alles sicher. Und es passiert nichts. Genauso wünscht man sich das. Wunderbar. Also wirklich, das gefällt mir richtig gut. Auf ein kleines Detail bin ich vor uns gar nicht eingegangen. Ich habe hier wirklich den Griff immer nach unten gemacht, weil so zerstört er natürlich auch nichts vom Tarp. Ihr wisst ja, das Super Tarp ist wirklich sehr, sehr robust. Habe ich euch damals mal vorgestellt. Ich verlinke euch nochmal hier oben das Video und unten in der Videobeschreibung. Das Super Tarp ist wirklich ein richtig, richtig feines Teil. Und es hält auch wirklich viel aus. Brombeergestrüpp, kleine Äste, kein Problem. Wenn ich jetzt aber die Spitze von dem Stock da drauf stellen würde, könnte ich mir vorstellen, dass ich da trotzdem ein Loch reinmache und das möchte ich auf keinen Fall. Deswegen immer Spitze nach oben und Griff nach unten und dann passiert auch nichts und das Setup ist perfekt. Ja, liebe Freunde, soweit von mir und von dem holden Tent Setup mit einem Wanderstock. Wie gesagt, genauso möglich mit einem langen Regenschirm, wenn ihr einen mit habt, dann ist es auch eine gute Sache. Mit dem Wanderstock hier ist auch super, der ist halt sehr, sehr leicht, wiegt wirklich nicht viel, kann man dabei haben, ist aus Alu, samthaltbar. Sehr, sehr kleines Maß, ist nicht wie so ein großer Regenschirm, der dann halt eben wirklich groß ist, weil da werdet ihr wahrscheinlich einen langen nehmen müssen, damit das hier funktioniert. Der Wanderstock kann man einfach dabei haben, der ist halt sehr, sehr klein. Der ist halt nicht so praktisch wie ein Regenschirm, aber kann man trotzdem dabei haben. Ja, wenn man jetzt zusammen noch die Zeltnägel hat oder aber wenn man die halt selber baut und irgendeine Plane hat, in meinem Fall hier ein schönes Supertarp, dann klappt das gut und das Setup ist wirklich eine feine Sache gegen Wetter, also wirklich gegen Regen, gegen Sonne, gegen Wind, ziemlich gut. Da kann man es auch aushalten und kann sich wirklich mal eine Runde rein entspannen und einfach mal eine Runde irgendwo schlafen, auch eine Nacht verbringen. Ich denke, das ist ziemlich cool. Mir gefällt es echt gut. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Gebt mir gerne ein Gefällt mir, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mögt, bleibt gerne bei mir, abonniert mich gerne, denn ich mache viele solche Videos. Ich gehe raus mit euch. Wir bauen schöne Sachen. Wir schauen uns auch neue Produkte an. Ich hoffe, es unterhält euch und macht euch Spaß. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Robert vom Rabenstein. Macht's gut.